television. Look at me! 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 No, don't look over there! There's nothing to look at over there! Look at me! Look at me! Look at me! Are you looking at me? Is everybody looking at me? Do I have everyone's attention? Don't get the wrong idea. I'm not trying to take over your life. You need what? What do you need? What do you need? You need to what? Go to the bathroom? Fine! Get up! Go to the bathroom! Come back! Look at me! You need what? You need to get something to eat? Fine! Get up! Go to the kitchen! Get something to eat! Come back! Look at me! You need to what? 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 Sleep? Fine! Get up, go to bed, go to sleep, get up, come back, look at me. Okay, so, we have an agreement. You will do what you absolutely have to do, and when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. I am here for you. 24 hours a day, 7 days a week, I am here for you. I am here for you. You need me, I'm here. Fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad, you tell them that I am here for you. 24 hours a day, fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You know what it sounds like to me? Sour grapes. You see what I... No, 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 don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me. Look at me. Look at me. I've got stuff you wouldn't believe. Danger, sex, action, death, thrills, comedy, all here, all in the next 8 minutes. Can you believe it? You can't believe it. You can't believe it? It's unbelievable. You can't believe it because it's unbelievable. It's a miracle. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Look 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 at me. Die Macht der Medien. Aus unserem heutigen Denken nicht mehr herauszustreichen. Und die Welt ist schon mittlerweile so klein geworden, dass sie im Prinzip schon auf so ein kleines Display passt. Wir nutzen die Medien, um Gedankengut auszutauschen, um Dinge zu bestellen, um Informationen weiterzugeben, aber auch um andere Menschen zu beeinflussen in ihrem Denken, in ihrem Handeln. Und das ist das Hauptthema, worum es heute gehen wird. Diese Macht zu erkennen, wie sie uns beeinflusst in unserem alltäglichen Leben. Nicht nur, wenn wir über Social Media sprechen, wenn wir verbunden sind miteinander, über Facebook oder über Twitter oder sonstige Nachrichten abrufen für uns, sondern auch die Gefahr, die dahinter steht. Wir leben in einer Welt, die überflutet wird von Dingen, die wir glauben, von denen wir glauben, dass wir sie brauchen. Wo Abhängigkeiten entstehen, die uns vorgegeben wird, uns vorgelegt wird, sie einfach nur nehmen zu müssen, ohne darüber nachzudenken. Und ein ganz aktuelles Thema, und ich hatte das schon damals vor einigen Jahren meinen Schülern und Studenten gesagt, als Facebook so aktuell wurde, sagte ich, Facebook ist die modernste Stasi-Methode, die es gibt. Das hat sich heute bestätigt. Heißt im Prinzip, dass wir Menschen, und wir haben diese Grenze jetzt tatsächlich überschritten, wir sind zu einem gläsernen Menschen geworden. Alles, was wir nicht nur an Informationen weitergeben, sondern alles, was wir auch konsumieren, wird gespeichert, verwertet, und auf unser Profil, auf unser Leben so angepasst, dass, als Beispiel, wenn ich gestern auf irgendeiner Konsumerseite mir zum Beispiel einen Ventilator anschauen möchte, habe ich am nächsten Tag auf YouTube ein kleines Werbefensterchen, das mir plötzlich Ventilatoren anbietet. Soweit sind wir jetzt. Egal, was Sie tun auf Ihrem Rechner, die ganzen Nullen und Einsen, die Sie sehen, werden gespeichert und für die Datenauswertung in solchen Institutionen verwertet und auf mein neues Profil, das heißt auf einen neuen Menschen, wie ich werden soll, abgestimmt. Und zum Glück gibt es Menschen wie hier diesen Edward Snowden oder auch Assange, die den Mut hatten, zu sagen, wie was tatsächlich hinter dem Vorhang abspielt. Geschweige denn von Medien- und Pressefreiheiten. Wenn man sich nur die heutigen Nachrichtensender ansieht, ist das meiste, was wir sehen, so sehr zensiert, dass man
wenn Sie tatsächlich was über Deutschland wissen wollen, am besten sich Nachrichten aus dem Ausland anschauen, die über Deutschland sprechen. Der Grund dafür ist einfach nur, keine Panik zu machen. Oder zumindest das Denken der Menschen so zu manipulieren, dass sie ruhig gehalten werden. Nun, dieses Wort, dieser Weltordnung, die hier angeschrieben ist, ist kein Begriff mehr, der zu den Verschwörungstheoretikern gehört. Mittlerweile hören wir es aus den Munden der Politiker selbst. Schlägt man den Spiegel auf oder sonstige Nachrichtenzeitungen, dann liest man über eine neue Weltordnung. Und eine Ordnung zu schaffen, und von denen ich weiß, dass die meisten Menschen sowieso dadurch Informationen erhalten, wenn sie nur auf ihren Laptop schauen, auf ihr Handy schauen, dann weiß ich auch, wie ich eine Ordnung bestimmen und manipulieren kann. Schauen wir uns mal 5 Bausteine an, die unterstützt durch Medien diese Grundprinzipien entstehen lassen sollen. Der erste Punkt ist global initiierte Krisen, wie zum Beispiel 11. September, Pearl Harbor etc. Dann globale Kontrolle der Politik, Auflösung der nationalen Souveränität, UNO-Resolutionen. Das heißt, wie auch in diesem Fall, dass zum Beispiel, nehmen wir den souveränen Staat, wie zum Beispiel das ehemalige Jugoslawien, aufgeteilt worden ist. Dass die EU als solches jetzt ein souveräner Staat für alle Staaten ist und bestimmt, welche Gesetze erlassen werden sollen. Die globale Kontrolle über die Medien, Nachrichtenkontrolle, Presse, Film und Fernsehen sowie auch Internet. Die globale Kontrolle über den Finanzmarkt, Währungsunion, elektronisches Geld etc. Und die globale Kontrolle der Religion, sprich der Religionsfreiheit. Ökumene, Weltkirchenrat, neue Gesetze zur Religionsfreiheit und so weiter und so fort. Den Baustein, den wir uns insbesondere anschauen wollen, ist die globale Kontrolle über die Medien. Ein Gedanke, dass dieser Herr, man kennt ihn sicherlich alle, George Bush Senior, bei seiner Rede zur Lage der Nationen, schauen Sie mal auf das Datum, am 11. September 91, 10 Jahre vor dem Anschlag, in seiner Rede einen Satz erwähnte, der uns eigentlich zum Nachdenken bringen sollte, nämlich diesen hier. Wo die verschiedensten Nationen zusammengeführt werden, Achtung, verschiedene Nationen zusammengeführt werden, um in einer gemeinsamen Sache, Weltordnung, einen weltumfassenden, jetzt beschreiben Sie es als einen Menschheitstraum zu verwirklichen. Jetzt, wie schaffe ich es, Menschen aus verschiedenen Nationen so zusammenzuführen, dass sie einheitlich denken, einheitlich handeln? Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, kennen wir nicht von irgendwoher dieses Prinzip, wo alle Nationen, alle Menschen vereint sind? Wenn wir schauen, dann sehen wir, dass in der Geschichte Babylon die Kultur war, wo die Menschen zusammenkamen und einen gemeinsamen Traum hatten, ein gemeinsames Ziel hatten. Und kommt es nicht von ungefähr, dass dann die EU, die auch mit eine wichtige Rolle in der EU spielt, sich dasselbe Prinzip zu eigen macht? Hier, das ist das Originalplakat der EU. Europe, many tongues, one voice. Und der Turmbau zu Babel, der die Philosophie dahinter repräsentiert, wie die neue Weltordnung aussehen soll. Ich werde darauf zu sprechen kommen am Ende des Vortrags. Hier sieht man auch das EU-Parlament in Straßburg. Hat schon allein von der Architektur doch noch eine gewisse Ähnlichkeit, nicht wahr? Nun, die Frage, die wir uns stellen wollen, wie kann es sein oder wie kann man es erreichen, dass Menschen aller Nationen, Sprachen zusammengeführt werden, einheitlich denken sollen? Es geht im Prinzip nur durch eine einzige Methode. Wenn wir unser Gehirn betrachten, ist es aufgeteilt in mehreren Bereichen, die auch für bestimmte Funktionen zuständig sind. Dieser vordere Bereich, der Frontal Lobe, ist eigentlich so unser Schaltzentrale.
wo unsere Spiritualität, wo unsere moralischen Werte, unser Willen und dadurch unser Charakter entschieden und geformt wird. Frage, wie entsteht eigentlich Charakter? Wissen Sie das? Wie entsteht Charakter? Durch Gewohnheiten? Durch Gedanken und Gefühle. Durch Gedanken und Gefühle, ja. Sicherlich auch mitgeprägt. Lauter bitte. Entscheidungen. Durch Entscheidungen, die ich treffe in meinem Leben. Daraus entwickelt sich mein Charakter. Die Willensentscheidung, die ich für mein persönliches Leben treffe, wie ich handle, wie ich spreche, wie ich Dinge abgucke, muss ich mich ja entscheiden, dies zu tun. Und daraus entsteht der Charakter. Nun aber, um meine moralischen Werte, um meine Spiritualität sowie auch meinen Willenscharakter zu transformieren, zu verändern, muss dieser Bereich, dieses Frontallappen, also hier der vordere Stirnlappen, umgangen werden. Damit alle Informationen, die ich bekomme, nicht gefiltert wird hier vorne, sondern direkt hier ins Unterbewusstsein geht und den unnatürlichen Weg geht durchs Gehirn, um praktisch meine Bestimmungen festzumachen. Heißt im Klartext, wenn das der natürliche Weg ist, das, was ich durch das Auge sehe und durch das Ohr höre, hier in dem vorderen Frontallappenbereich als Information zusammenkommt, aufgeteilt wird in die linke und rechte Gehirnhälfte, geht dann die Information später ab ins Unterbewusstsein und kann es dann später abrufen, was ich gefiltert habe. Aber es gibt eine Technik, die bewirkt, dass das hier komplett ausgeschaltet wird und den unnatürlichen Weg geht, die Information direkt ins Unterbewusstsein zu legen und dann auch auf eine unnatürliche Art und Weise im Gehirn abzurufen. Was daraus geschieht mit den Menschen, werden wir in ein paar Beispielen sehen. Das ist die Methode, die dazu bewirkt, dass dieser Frontallappen umgangen wird. Schauen wir an, was Hypnose im eigentlichen Sinn bedeutet. Als Hypnose wird ein Verfahren zum Erreichen einer hypnotischen Trance bezeichnet, welche durch vorübergehend geänderte Aufmerksamkeit und meist tiefe Entspannung gekennzeichnet ist. Die Begriffe Hypnose und hypnotische Trance werden häufig synonym verwendet. In diesem Zustand sind sowohl die Ansprechbarkeit des Unbewussten als auch die Konzentration auf eine bestimmte Sache stark erhöht. Achtung, die Kritikfähigkeit des Bewusstseins, was? In gleichem Maße reduziert. Wir vertauschen den Weg der Information ins Gehirn. Dadurch können bestimmte Phänomene verstärkt oder überhaupt erst wahrgenommen werden, wie beispielsweise Änderungen des Bewusstseins und des Gedächtnisses, Kontrolle des vegetativen Nervensystems, vermehrte Empfänglichkeit für Suggestionen sowie für normales Bewusstsein ungewöhnliche Reaktionen und Vorstellungen. Wir werden welche noch sehen. Und Vorstellungen. Die Definition ist nur vage, da die physiologischen Vorgänge noch immer erforscht werden. Der Zustand der Hypnose ähnelt natürlich spontan auftretenden Zuständen, die man vor allem beim Einschlafen und Aufwachen sowie beim Tagträumen, konzentriertem Lesen eines Buches oder Schauen eines Films erleben kann. Die Wahrnehmung ist eingeengt und die Konzentration des Bewusstseins auf eine bestimmte Sache, als Beispiel ein Buch, ein Film oder die Worte des Hypnotiseurs gerichtet. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorstellen. Eine Autorin, die im Jahre 1901, wo die Psychologie noch gar nicht so weit entwickelt war, durchforscht zu werden, geschweige denn Hypnose. Eigentlich war das komplettes Neulandgebiet. Aber diese Frau, die nicht einmal einen Doktortitel hat in der Richtung, hat etwas sehr weise gesagt über die Hypnose. Sie sagt, eine gefährliche Methode. Ich habe deutlich gesagt, was ich von dieser gefährlichen Methode halte, die lehrt, Achtung, dass ein Mensch einen anderen geistig unter seine Kontrolle bringen soll. Kein Mensch darf mit dieser Methode, in der ein Mensch einen anderen seinen Willen unterwirft, experimentieren.
Eine Methode, die große Gefahren in sich birgt. Wir fordern euch nicht auf, euren Willen den Willen eines anderen Menschen zu unterwerfen. Diese Seelenheilungsmethode, Hypnose, ist die schlimmste Methode, die es gibt. Jeder schlechte Mensch kann sie einsetzen und seine eigenen üblen Gedanken ausführen lassen. Auf solche Methoden dürfen wir uns nicht einlassen. Wir sollten uns dafür fürchten und nicht einmal annähernd etwas in unsere Einrichtungen eindringen lassen. Das ist eins der perfektesten Methoden, um Hypnose hervorzurufen. Der Fernseher. Wie das funktioniert? Was passiert mit dem Gehirn beim Fernsehen? Ich versuche es so zu erklären. Jeder Fernseher läuft mit einer Taktung. Herz. Ja? Das heißt, wir haben ja in Europa ein PAL-System. Und es besagt, dass in einer Sekunde 25 Bilder durchlaufen werden. Sie durchlaufen 25 Bilder in einer Sekunde. So können wir sozusagen Bewegungen ruckelfrei sehen. Wenn ich meine Hand bewege, dann läuft sie fließend. Ja? Egal, wie schnell ich sie auch bewegen würde. Jetzt ist es so, dass die Bilder im Fernsehen zeilenweise von oben nach unten aufgezeigt wird. Und das passiert in Sekundenbruchteilen, Millisekundenbruchteilen. Das heißt, das Fluktuieren des Fernsehens. Und was passiert eigentlich meistens, wenn man beim Hypnotiseur ist? Da muss er ja auch letzten Endes immer was Gleichmäßiges machen. Muss immer im selben Takt sein. So ist es auch beim Fernsehen. Es hat immer denselben Takt. Aber das allein macht es noch nicht aus. Die Takt, und das ist wie eine Gleichung in einer Rechnung. Die Taktung des Fernsehens, das auf die Netzhaut trifft, mit derselben gleichmäßigen Geschwindigkeit, plus, und jetzt kommt's, die Bildwechseln eines Films oder einer Sendung, die ich mir anschaue, innerhalb von 7 Sekunden bewirkt, dieses Gesicht schon mal gesehen? Stellen Sie sich mal einen Spiegel neben dem Fernsehen und beobachten Sie mal Ihr Gesicht, wenn es Ihnen gerade einfällt, wie es ausschaut, wenn Sie Fernsehen schauen. Denn das ist genau, was passiert. Das sollte jetzt passieren, genau. Die Informationen, die wir unter Hypnose wahrnehmen, werden die visuelle Information des Gehirns direkt ins Unterbewusstsein gejagt. Das heißt, der Frontallappen ist ausgeschaltet, man umgeht sozusagen die Barriere des Filters und das ist genau das, was dann geschieht letzten Endes. Wir starren nur noch. Gut, das Sabbern habe ich jetzt nicht hingekriegt. Aber das ist das letzten Endes, was im Gehirn dann ausgelöst wird. Es wird bombardiert und dann kommen genau diese Punkte. Es werden Bereiche unterdrückt, im Frontallappen findet eine Verwirrung statt und Impulse werden freigesetzt aus unserem Gehirn, die letzten Endes nur Bruchteile aus dem, was wir gesehen haben, abspeichert. Aber diese Bruchteile sind nicht nur irgendwelche Bruchteile. Wir werden gleich sehen, was das für Bruchteile sind, die wir uns unter was anschauen? Unter Hypnose wirklich speichern und wiedergeben in unserem alltäglichen Leben, wenn wir wach sind. Und so greifen wir immer nur Bruchstücke heraus in unser Gehirn und rufen sie später dann ab und handeln emotional nach dem, was in unserem Unterbewusstsein abgelegt worden ist. Nun, um gewisse Botschaften zu hinterlegen, nennt sich in den meisten Fällen, werden wir nachher gleich sehen, nennt sich dann auch in den meisten Fällen eine subliminale Form von Botschaften in Filmen, in Werbung, Serien, die abgelegt werden ins Unterbewusstsein. Hier haben wir jetzt mal einige Gehirnwellen, die zu den jeweiligen Zustandes unseres Gehirns hier mal eine Auswertung haben. Zum Beispiel die Gamma-Wellen. Hier ist eine starke Aktivität des Gehirns, zum Beispiel, wenn ich lerne. Ja? Haben wir die Beta-Wellen hier,
Das ist zum Beispiel, wenn ich mitten in einem Gespräch mich befinde. So sieht man dann letzten Endes die Gehirnwellen, wie sie hier ausschlagen. Dann habe ich hier meine Alpha-Wellen. Das heißt, wenn ich, der Zustand kommt dann, wenn ich eher relaxed bin, wenn ich in einer tiefen Meditation mich befinde. Die Theta-Wellen ist dann schon eher, wenn ich in Richtung Schlaf abdrifte. Ja, wenn ich müde werde und ich merke, ich müsste jetzt langsam mal ausschalten und will mich langsam zur Ruhe legen und ich schalte im Prinzip schon am Tag ab. Und diese Welle hier unten ist die Delta-Welle, wenn ich an einem Tiefschlaf mich befinde. Was glauben Sie? Welches dieser 5 Gehirnströme gehört einzig und allein zu dem Gehirnstrom, wenn allein nur Hypnose tatsächlich vorhanden ist? Was würden Sie sagen? Wer wäre denn für die Gamma-Wellen? Einer. Mutig. Wer ist für die Beta-Wellen? Wer ist denn für die Alpha-Wellen? Ah, ein paar mehr. Wer sagt, dass die Theta-Wellen die Ausschläge sind, die Hypnose hervorrufen? 2. Ja. Und wer ist für die Delta-Wellen? Ich schätze mal der Rest. Ah, okay. Hier kommt die Auflösung. Und jetzt raten Sie mal. Alpha-Wellen entstehen beim Fernsehschauen. Wenn ich fernsehe, habe ich Alpha-Wellen. Und Alpha-Wellen gehören zu der Struktureigenschaften als solches, die unter Hypnose hervorgerufen werden. Wenn die Information aufgenommen wird und wir stehen unter Hypnose, gut, Sie machen mit, dann dürfen wir nicht vergessen, dass ja 2 Gehirnhälften ja immer noch eine Rolle spielen. Die linke Gehirnhälfte zum Beispiel ist verantwortlich für das analytische Denken, für das kritische Denken und das logische Denken. Das heißt, alle Informationen, die ich aufnehme, in einem wachen Zustand, kann ich analytisch betrachten, ich kann es kritisch betrachten, ich kann es logisch nachvollziehen und somit mir mein eigenes Bild machen. Die rechte Gehirnhälfte hingegen ist zuständig für die Emotionen, für das Gestalterische, für das Kreative und das Fantasiereiche, für das Träumerische. Jetzt raten Sie mal, was passiert, wenn Hypnose tatsächlich im Gehirn stattfindet. Die linke Gehirnhälfte, das analytische, kritische und logische Denken, wird, was wir vorhin gelesen haben, wird stark reduziert. Und das meiste, was wir... Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie ins Kino gehen mit Freund oder Freundin und man schaut sich diese Liebesromanzen an, die Hollywood immer gerne zeigt, wie Liebesromanzen aussehen sollen. Und man schaut sich den Film an, man steht unter. Okay. Und der Film ist fertig und man packt gerade wieder sein Taschentuch ein, weil es ja so rührend war, geht raus aus dem Kino, befindet sich in der Realität, schaut dann zu seinem Partner rüber und denkt sich, ja. Schon mal erlebt? Schon mal erlebt? Warum wohl? Weil hier Emotionen, wir denken nicht logisch über einen Film nach, bitte. Ich möchte mal jemanden sehen, der, wenn er sich eine DVD reinschiebt, analytisch den Film betrachtet. Was hat er zu welchem Zeit gesagt? Welche rhetorische Meinung hat er wohl darüber gehabt? Basiert er sich auf eine Philosophie? Nein, das macht keiner. Das hier wird komplett übergangen. Emotionen, die Fantasie wird angeregt und natürlich schweben wir vor unserem inneren Auge genau dahin, wo wir eigentlich gerne hin möchten. Zu dem Bild, das Hollywood uns zeigt, wie es doch eigentlich sein soll. Aber kommt man mal in die Realität zurück, sieht die Welt doch wieder ganz anders aus, oder? Hier ein kurzer Clip über Werbung, wie subliminale Botschaften funktionieren, nicht nur im Fernsehen. Wenn wir den Ton noch haben. In 5 seconds, your eyes widen to capture the rush of color.
In 12 seconds, you begin to see detail within the details. In 23 seconds, your brain begins to question what is real. Breaks an LCD TV in 1080p Full HD from Toshiba. Experience it for yourself, and in 29 seconds or less, you'll see why Rexa is the one to watch. Okay. A big bacon cheeseburger made fresh. Right. But a talking gecko. Why? I'll tell you why. Because people trust advertising icons. Some bloke tells you to go to geico.com and you're like, really? And just who might you be? But a gecko, he can be trusted. Today, it's flashed on the screen, too quick to see. Until you get it subliminally. Subliminal advertising complete. Einige Gesichter habe ich schon gesehen. Drei Werbeclips. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass in den meisten Werbeclips ja schon Hollywood Einzug gehalten hat mit der Technik. Wir können Geckos sprechen lassen, wir können Räume verzerren, wir können visuell so viel neu erleben, dass wir eigentlich schon gar nicht mehr genug davon bekommen können. Im Vergleich zu diesem Schwarz-Weiß, von dieser Schwarz-Weiß-Werbung, die wir gerade gesehen haben, wirken doch die modernen Werbespots doch viel attraktiver, oder nicht? Kam es Ihnen mal schon so vor, dass Sie mal so einen alten Schinken gesehen haben, so aus den 50er Jahren, so Schwarz-Weiß-Film? Wenn Sie jetzt mal so einen alten Film vergleichen zu den heutigen Filmen, ich meine, da schläft man ja fast ein, oder? Warum? Weil die Kameras bei den alten Filmen eine Szene zeigt, wo nur eine Kamera permanent drauf gerichtet ist und sie läuft eine Minute lang. Schaut man sich heute Kinofilme an, dann hat man innerhalb von 7 Sekunden permanent Bildwechsel, 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 Bildwechsel. So macht es auch die Werbung. Man kann wirklich eine Stoppuhr nehmen und mal stoppen, wie lange es dauert, bis der nächste Bildwechsel kommt. Da werden nicht mal 7 Sekunden erreicht. Aber um Botschaften subliminal in an welchem Zustand? Im Zustand der Hypnose ins Unterbewusstsein zu lenken, hatte ich vorhin schon erwähnt gehabt, funktioniert über die subliminale Botschaften. Subliminale Botschaften soll bewirken, dass ein Gedankengut, was haben wir vorhin gelesen gehabt? Ein Willen einen anderen Menschen aufdringt. Mal einen kurzen Test. Für die, die es schon kennen, mal noch nichts verraten. Wir machen mal einen kurzen Test über subliminale Botschaften. Ist an diesem Bild irgendetwas merkwürdig oder irgendetwas, was man nicht gleich auf den ersten Blick sieht? Ja. Auf der Rose? Hier oben? Ja, kann ruhig weiß sein. Bitte? Gut erkannt, aber das ist es auch nicht. Ah, okay. Kann aber auch passieren, oder? Vielleicht haben sich die zwei Blumen lieb. Nochmal? Was für ein Wort? Sieht hier jemand ein Wort? Können Sie es lesen? Ich gehe nochmal zurück. Nochmal? Konnten Sie es lesen? Hier haben wir einen Buchstabe. Das ist ein S, oder? Hier haben wir einen Buchstabe, ein E. Und hier haben wir einen Buchstabe, X.
Jetzt, warum ich gerade dieses Bild aussuche, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn die meisten subliminalen Botschaften handeln genau davon. Und jetzt, nachdem sie es wissen, werden sie jetzt, was sie sehen, alles mit einem ganz anderen Auge betrachten. Schauen Sie selbst. Achtung! Botschaften, Bildbotschaften, die etwas vermitteln sollen. Subliminal. Hier ein Geschenk von einem Mann an eine Frau. Verkreuzte Beine. Geöffnete Beine. Bread is life. Skittles. Achtung hier unten. Sexplosion. Ist mir schon mal aufgefallen, warum eigentlich immer nur Frauen für Eiswerbung immer so abgelichtet werden und nicht Männer? Schon mal aufgefallen? Bierwerbung. Kann man sich gleich denken, wo er eigentlich zugreifen soll. Hier in dieser Cornflakes-Tüte, SEX, kann man es lesen. Leicht bekleidete Frauen, die Käse verkaufen. Ich habe noch nie so eine Frau in der Käsetheke gesehen. Entschuldigung. Wäre mir neu. Aber, Achtung, Botschaft. Wir sind immer noch bei der Botschaft. Hier ist es sogar noch verbunden mit der Sprache als solches. It will blow your mind away. Hier wird im Prinzip der Oralverkehr angedeutet, auch als Textform. Das ist witzig. Na, eigentlich tragisch, nicht witzig. Das hier ist Coca-Cola-Werbung aus den 80er Jahren. Hier unten an dem Eiswürfeln erkennt man ein Gesicht. Sieht man's? Und? Ein Mac. Da erinnern sich noch diejenigen, die damals so einen Mac hatten. Ich meine, normalerweise sitzt man ja vor dem Monitor, oder? Und nicht auf dem Monitor. Aber das macht erst dann Sinn, wenn man das Bild in dem Monitor sich betrachtet. Was es eigentlich aussagen soll. Burritos. Man sieht nur. Ja. Sehen Sie jetzt auch, was ich sehe? Frage, nur mal so nebenbei, schauen sich solche Werbeplakate oder schauen sich das nur Erwachsene an? Werbung für Club Med, ich meine, die Aktion braucht man hier nicht beschreiben, was hier angedeutet wird. So auch hier. Das sollen Zufallsmomente sein. Aber in Wirklichkeit wird hier ganz anders gesprochen als Bildsprache. Das ist die neueste Werbung für Jugendliche. Naja, ich brauche es nicht vorlesen, man kann es schon so sehen, was damit eigentlich suggeriert wird. Man schämt sich auch nicht, kleine Kinder so in die Pose zu stellen. Egal, wo man hinschaut, alles hat seinen ganz bestimmten Reiz auf eine Botschaft, die übertragen werden soll auf einer sexuellen Ebene. Warum, werde ich nachher noch erklären.
Keine Sorge, das sind keine Brüste, nein, das sind Knie und das sind die Zehen. Blow-up-Plakate. Das ist auch interessant. Es liegen ja immer auf diesen Tabletts solche Papierunterlagen aus. Was glauben Sie, wie alt wohl dieses Mädchen ist? Was würden Sie sagen? Über 30? Nein, oder? So um die 20, ne? Vielleicht sogar ein bisschen jünger. Jetzt, wenn man sich da unten mal so die Achselhöhe genauer anschaut, und ich zoome das jetzt mal ein bisschen näher ran, ich habe noch nie bei so einer jungen Person solche faltigen Achselhöhlen gesehen. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass es Photoshop manipuliert wurde. Und Sie können sich ja denken, wonach das aussehen soll. Werbung für Aftershave. Macht Sinn, nicht wahr? Old Spice. Macht absolut Sinn. Hatten Sie schon mal Mauamp-Verpackungen in der Hand gehabt? Merken Sie jetzt, was für eine Sprache hier gesprochen wird? Auch hier, Jelly Boobs, Jelly Willies, also man findet keine Grenzen mehr. Oder auch hier, gerade im Sport, wenn der wichtigste Moment, der Abschlag von eines Baseballs, eingeblendet wird, dann sollte man auch am besten gleich die richtige Werbung im Hintergrund einschalten. Das war früher der Fall. Heute wird es viel subliminaler gezeigt. Schauen Sie sich mal die Körpersprache an und merken Sie sich bitte auch diese Körpersprache. Wir werden nachher noch darauf zukommen. Diese Körpersprache. Und jetzt, wenn man zum Beispiel schaut, jetzt allein in der Textform, wie zum Beispiel hier oben, N-U-D-E. Ich meine, man liest ja immer von oben nach unten. Ich war von links nach rechts, von oben nach unten. Und man schaut ja sich ein Prospekt nicht nur einmal an, sondern mehrmals. Dann irgendwann fällt einem auf, so beim Lesen, dass nicht nur Mariah's New Attitude steht, sondern auch das Wort Nude man lesen kann. Oder dass einfach Wörter anders hervorgehoben werden. Also getrennt werden, dass man es einzeln liest. Das ist die neueste Form. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen, was nicht nur in Amerika der Fall ist, sondern in Deutschland garantiert. Wie man nicht nur jetzt bei Printmedien, also auf Plakaten oder in Zeitschriften, subliminale Botschaften auf einer gewissen Ebene ins Unterbewusstsein bringen kann, sondern auch mit einer Taktik, die, ich hatte es ja erklärt gehabt, wenn wir uns ja was anschauen im Fernsehen, dann wissen wir, dass in einer Sekunde 25 Bilder abgespielt werden. Okay? Jetzt zeige ich Ihnen eine Methode, die auch im Fernsehen wunderbar funktioniert. Und ich sage Ihnen eins, so wahr ich hier stehe, nicht allein nur in Amerika ist dies der Fall. Eine Kochsendung. Und jetzt schauen Sie mal. Hier viele Kameraperspektiven, schnellere Bildwechsel. Hier sind zwei Teams, die gegeneinander arbeiten gegen Zeit und dass sie rechtzeitig auch das Menü fertig bringen. Und irgendwann so mittendrin, jetzt hat man es nicht sehen können. Ging ein bisschen zu schnell, nicht wahr? Achtung, nochmal die Frage, wenn wir uns was anschauen, stehen wir unter Hypnose. Ich werde jetzt diesen letzten Teil, oder vielleicht schauen wir es uns nochmal an. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen langsamer zu machen. Vielleicht sieht man es dann nochmal. Bereit? Hier wird fleißig gekocht. Steak wird aufgerissen. Backofen wird vorgeheizt. Haben Sie was sehen können? Nichts, oder? Jetzt werde ich die letzte Sequenz, was wir gesehen haben, absichtlich langsamer laufen lassen. Nochmal?
Haben Sie dieses Bild vorhin sehen können? Funktioniert auch ganz einfach. Geht auch gar nicht. Das Gehirn ist nicht in der Lage, unter Hypnose ein Bild. Stellen Sie sich vor, 25 Bilder pro Sekunde. Ich nehme ein Bild heraus und setze ein anderes hinein. Und jetzt schauen Sie mal. Wir stehen unter Hypnose. Schauen uns eine Kochsendung an. Emotionen werden berührt. Was bekomme ich dann automatisch, wenn ich mir eine Kochsendung anschaue? Und ich schaue es mir an und ich schaue es mir an und ich schaue es mir an, bis es fertig ist. Mein Körper sagt, oder anders gesagt, mein Gehirn, mein Unterbewusstsein sagt mir, ich habe Hunger. Dieses eine Bild, unbewusst in mein Unterbewusstsein reingelegt, okay? Die Sendung ist zu Ende, ich mache den Fernseher aus, jetzt wird natürlich das Vordergehirn, der Vordergehirnbereich aktiviert und jetzt ruft er, eigentlich genau umgekehrt, Informationen ab, die hätten eigentlich zuerst durch den Frontallappen gehen sollen, jetzt andersrum Informationen ab, die ich nicht gesehen habe. Jetzt raten Sie mal, was passiert, wenn ich Hunger habe, welcher Gedanke mir dann kommt, wo ich hingehen sollte. Das war die bessere Alternative. So funktioniert subliminale Botschaften im Fernsehen. Ich sage Ihnen eins, das allein passiert nicht nur in Amerika so. Man sagt, Sie sagen sich vielleicht, das ist ja verboten. Bestimmt. Aber wer kontrolliert denn das Fernsehen? Natürlich die Lobbyisten. Und wenn das Geld stimmt, lässt man sich für so ein Bild viel Geld bezahlen. Und nachdem diese Sendung, das kann man nachrecherchieren, nachdem diese Sendung vorbei war, was glauben Sie wohl, wie die Besucherzahl bei McDonald's anstieg? Zufall? Schauen wir uns ein paar Fakten an. Es gibt etwa in den deutschen Haushalten, 97% der deutschen Haushalte besitzen einen Fernseher. Und das nicht nur einen. Gehe ich mal schwer davon aus. Nicht nur im Wohnzimmer gibt es einen Fernseher. Auch im Kinderzimmer. Vielleicht noch im Arbeitszimmer. In Amerika ist es so, dass man entweder schon auf dem Flur oder sogar auf der Toilette oder im Bad Fernsehen gucken kann. Das ist kein Witz. Das heißt, überall, wo ich mich aufhalte im Haus, habe ich die Glotzkiste vor mir. Bedeutet im Umkehrschluss, über den tatsächlichen Fernsehkonsum bedeutet es pro Tag, und das ist jetzt, Achtung, gerechnet auf den Bundesbürger im Durchschnitt, 5 Stunden 47 Minuten pro Tag. Und es beginnt ja schon, wenn ich morgens aufstehe. Meine Kaffeemaschine läuft im Hintergrund und das Erste, was ich mir dann einschalte, ist entweder das Morgenmagazin oder das Morgenfitness da oder Morgennachrichten dort. Läuft ja schon der Fernseher. In der Woche bedeutet es 47 Stunden in der Woche. Und in einem Jahr habe ich 2 ganze Monate 24 Stunden Fernsehen geschaut. Können Sie sich vorstellen, was da Informationen in Ihr Unterbewusstsein gelangt? In dieser Zeit. Das nichts allein tut, als ihre Emotionen, ihren Willen, ihren Charakter zu lenken. Und wenn ich dann mein Alter von 65 Jahren erreicht habe, dann habe ich 9 ganze Jahre lang 24 Stunden Fernsehen geschaut. Ist Fernsehen charakterbildend? Definitiv. Zeigen uns die Medien, wie wir handeln sollen, wie wir reagieren sollen, wie wir kaufen sollen, wie wir konsumieren sollen. Aber sicher. Bei der Anzahl zusammengerechnet braucht man sich nicht wundern, warum einem manchmal im Alltag Menschen so kalt und herzlos erscheinen. Das hier sind jetzt Zahlen im Jahr 2012 hochgerechnet für das Jahr 2013, was die Einnahmen der Werbeindustrie betrifft. Dann schauen Sie sich mal diese Zahlen an. Global, Achtung, 517 Milliarden Dollar an Einnahmen
über Werbung. 517 Milliarden Dollar. Wissen Sie, wie oft man mit diesem Geld die Welt ernähren könnte? Digitale Werbung, 101 Millionen. TV, 205 Milliarden. Radio, 35 Milliarden. Und so weiter und so weiter. Was meinen Sie? Man hat es ungefähr so ausgerechnet. Im Jahr 2009 gab es eine Rechnung. Die Werbeindustrie in Amerika investiert etwa 70 Milliarden Dollar nur für die Werbung und hatte damals einen Gewinn von knapp 340 Milliarden gehabt. Das ist enorm. Aber es werden Menschen engagiert, also vor allem Psychologen, ja, kluge Köpfe in der Werbebranche, die eben genau sich gut überlegen, wie man subliminal Werbung oder Botschaften in das Unterbewusstsein legt, um Abhängigkeiten zu schaffen. Deswegen auch diese drei Buchstaben, die wir vorhin hatten. Wie das genau passiert, werde ich Ihnen nachher noch erklären. Videospiele. Zum Glück sind heute nicht so viele Kinder da. Auch in Videospielen gibt es subliminale Botschaften. Dieses Spiel, Super Mario Galaxy, wirkt jetzt erstmal vom ersten Anblick nicht wirklich furchterregend oder sexistisch. Schaut man sich aber mal das Ganze mal genauer an, fällt wahrscheinlich erstmal immer noch nichts auf, oder? Oder fällt Ihnen irgendwas auf? Bis auf die, die es schon kennen. Ah, okay, das X fällt schon ins Auge, ne? Okay. Nein, aber diesmal hat es damit nichts zu tun. Kann ich schon mal die Entwarnung geben? Bitte. Okay. Fällt dir irgendwas auf? Nein? Ich helfe Ihnen. Nehmen Sie jetzt mal bitte alle Buchstaben, wo Sie dieses Sternchen hier sehen oder dieses Leuchten hier sehen. Alle diese Buchstaben. Und jetzt denken Sie bitte Englisch. Die Abkürzungen von bestimmten Aussagen, wie zum Beispiel das U heißt ja im Englischen, wird wie ausgesprochen? You heißt auch du, okay? You are, halt, MR in Kurzform ist Mr. Und jetzt? You are Mr. Gay. Sie sind Herr Schwul. Zufall? Wenn man sich das Bild genau anschaut in dem Spiel selbst, dann... Die Bilder sprechen ihre Sprache. Need for Speed. Oh. Ein Raunen ist noch nicht zu hören, zum Glück. Fällt Ihnen hier irgendwas auf? Das ist ein bisschen schwieriger, ne? Es sind ein bisschen mehr Bilder zu sehen. Okay, ich drehe jetzt mal das Cover um 90 Grad, okay? Können Sie es lesen? Noch ein bisschen deutlicher. Interessant ist die Studie, dass bei Horrorfilmen und bei diesen Ego-Shootern, also bei diesen Ballerspielen, dass die Frequenzen der Alphawellen am stärksten ausgeprägt ist. Am absolut stärksten ausgeprägt ist. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Clips an von Personen, die heimlich gefilmt worden sind, die solche Spiele spielen. Und achten Sie mal bitte auf die Reaktionen diese einzelnen Personen. Bereit? Fucking love to do. Oh!
Zum Glück war es keine Bierdose. Wie würden Sie denn sagen, wie diese Personen klangen? Normal? Oder eher besessen? Lassen Sie mal einen Jugendlichen psychisch labil sein, der sowieso in der Medienwelt seine Antwort sucht und vielleicht sogar findet. Dieses tragische Ereignis vor einigen Jahren, nicht unweit von hier, hat man auch durch Ermittlungen festgestellt, dass in dem Zimmer diesen Jungen man Horrorfilme und Ego-Shooter-Spiele gefunden hatte. Und nicht nur bei ihm. Denken Sie an die Massaker, an die Amokläufe in Amerika. Was fand man bei den Tätern in den Zimmern? Horrorfilme und Ego-Shooter-Spiele. In so einer Welt wachsen unsere Kinder auf. Und das ist die Generation, die uns als nächstes erwartet. Oder man findet in einer Kinderabteilung, in der Videothek, einen Horrorfilm. Das ist doch völlig in Ordnung. Was damals, als ich klein war, hatte ich es immer sehr geliebt, so ein bisschen über die Grenzen hinauszugehen und habe immer geguckt, dass ich, wenn ich mal Filme anschaue, immer Filme anschaue, die über 18 waren. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich heute diese Filme anschaut, wirken sie natürlich etwas lächerlicher im Vergleich zu den heutigen Filmen. Aber es gibt ja diese Behörde, wie sie sich gerne nennt, die FSK, die ja immer bestimmt, ab welchem Alter ein Film geeignet ist. Wissen Sie, dass da die moralische moralische Grenze für einen Film so weit gesunken ist, dass, sei es Horror oder Aktionen, die Mord und Totschlag zeigen, die sexuelle Gewalt zeigen, für Kinder ab 12 Jahren geeignet ist? Es ist normal heute. Es ist völlig normal heute. Kinder sind am meisten gefährdet. Der Grund dafür liegt unter anderem auch darin, dass die Gehirne der Kinder ganz anders funktionieren als bei uns Erwachsenen. Ich merke es bei meinem kleinen Sohnemann. Wenn er was beobachtet, er guckt mich immer mit großen Augen an und schaut sich jede Bewegung an, die ich tue, alles, was um ihn herum passiert, aufmerksam. Er saugt förmlich alles auf wie ein Schwamm. Und die Kindergehirne funktionieren auch ganz anders als bei uns Erwachsenen. Die Kindergehirne nehmen nicht nur Informationen auf wie ein Schwamm, sondern sie können Details sehen innerhalb Millisekunden und nehmen es auf. Sie können es vielleicht noch nicht verwerten oder mit der Information irgendwas dementsprechend anfangen, aber sie können viel mehr aufnehmen, auch in kürzeren Abständen, in kürzerer Zeit, als wir Erwachsenen. Weil wir Erwachsenen sind ja schon so trainiert, wir gucken eigentlich nur noch auf das Wesentliche. Was sich so im Rand herum abspielt, das nehmen wir schon gar nicht mehr wahr. Bei Kindern funktioniert das ganz anders. Hier ein Beispiel
von einem Säugling. Und jetzt schauen Sie mal bitte die Bewegungen des Kindes an, die simultan laufen mit dem Clip, das hier im Fernsehen zu sehen ist. Haben Sie mal gezählt, wie oft das Kind weggeschaut hat vom Fernsehen? Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Und haben Sie gesehen, dass das Kleinkind versucht, mit den Möglichkeiten in seinem Alter oder in ihrem Alter, die Bewegungen nachzumachen? Haben Sie am Anfang gesehen, wie unnatürlich diese Bewegungen sind für ein Kleinkind? Aber Sie merken schon, wie schnell es geht, wie schnell ein Kind Informationen aufsaugen kann und es versucht, eins zu eins umzusetzen. Es gibt eine Industrie, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, und ich werde jetzt wahrscheinlich einige schockieren, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindergehirne so zu manipulieren, dass sie vor allem in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt wird. Ich zerstöre jetzt vielleicht bei einigen die Kindheitsträume. Aber aus gutem Grund. Schauen wir doch an, was Walt Disney an Überraschungen für uns bereithält. Wie sie subliminal Botschaften vermittelt für Kinder, um später etwas zu erzeugen, was wir noch sehen werden. Diesen Film schon mal gesehen? Okay. Oh, da gibt es doch diese Szene, wo dieser Löwe, ich glaube Simba, an so einem Felsvorsprung sich hinstellt und dann sich in so ein Blumenbeet fallen lässt. Und da werden doch die Blumen so in die Luft geschleudert. Im Bruchteil einer Sekunde passiert das hier. Da liegt er und die Blumen werden hier aufgewirbelt und innerhalb, es passiert wirklich in einer Sekunde, hier den Originalclip dazu. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Das ist jetzt ein bisschen heller gemacht. Aber nicht nur in diesem Film. Ariel, die Meerjungfrau, das ist das Kinoplakat. So interessant. Hier geht es um die goldene Stadt im Kampf zwischen Gut und Böse. Jedenfalls, wenn man sich die Architektur dieser goldenen Stadt genauer anschaut, findet man in der Mitte der Stadt eine ganz besondere Bauart. Können Sie es sehen? Ein Phallus-Symbol. Ein vergoldetes männliches Glied. Und in einer Szene, bei der Hochzeitsszene, bekommt dieser Priester oder eine Erektion. Und diese Erektion sieht man wirklich nur im Bruchteil einer Sekunde. Das fällt so gar nicht auf, für Erwachsene nicht. Aber den Kindern fällt das schon auf. Weil sie Filme anders betrachten als wir Erwachsene. Vorhin ist nichts zu sehen. Nur im Bruchteil einer Sekunde wird hier die Erektion gezeigt. So laufen die Vorbilder der Kinder in Disney World herum. Auf solchen Geräten reitet man herum. Es gibt noch mehr davon.
Das ist nicht nur das Einzige, die so ähnlich drapiert sind. Das ist ein Blow-up-Plakat, das sind diese Riesenposter. Glauben Sie, dass jeder pädophile Mann gefallen hätte an so einem Poster? Und jetzt zeige ich Ihnen was. Wussten Sie, dass Walt Disney selbst einem Club angehörte von Pädophilen? Ich zeige Ihnen jetzt den ersten Clip von Walt Disney, der gemacht worden ist. Der wurde nie veröffentlicht. In dem, erinnern Sie sich noch an dieses Cover von diesen zwei Damen, wie sie ihre Position hielten, um anziehend zu wirken, okay, mit den Botschaften Sex und so weiter? Es ist ein Film, wo zum ersten Mal Disney experimentiert hatte zwischen einem realen Film und einem Zeichentrickfilm sozusagen. Okay? Man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit gewisse Handlungen anders dargestellt werden als heute. Wir sind ja heute natürlich schon so weit, man sagt ja weiterentwickelt, aber eigentlich haben wir uns eher zurückentwickelt in manchen Aussagen, was Körpersprache und so weiter betrifft. Jetzt schauen Sie sich mal bitte diesen Clip genau an. Ein erwachsener Mann und ein Kind, wo sie sich angeblich streiten. Und schauen Sie mal, er stupst sie nicht weg, sondern er schiebt sie wohin? Sehen Sie das? Immer wieder zurückgeschoben, immer wieder zurückgeschoben. So, und jetzt sieht man das Mädchen, hier, Achtung jetzt, schauen Sie sich diese Pose an. Sehen Sie, wo sie hingreift? Das ist genau dieselbe Pose, die Disney auch in ihren Comicfiguren zeichnet. Schauen Sie mal. Achtung, um sexuell anzuregen. Sehen Sie das? Dieselbe Körpersprache. Sieht es gleich nochmal ein bisschen genauer. Hier, Achtung. Sehen Sie das? Sehen Sie, wo sie hingreift? Und das ist jetzt der Zeichner, der ihr eine Reise anbietet. Eine Reise in die Zeichentrickwelt, wo alles schön ist, wo alles, gut, wir sehen es jetzt natürlich schwarz-weiß, im Original ist es farblich, in einer kunterbunten Welt eintauchen kann, das von erwachsenen Männern gegeben wird. Und hier sieht man jetzt so eine Szene, wo er mit ihr spricht und er sie jetzt einlädt. Okay? Interessant fand ich aber nur, dass sie jetzt in der nächsten Szene das hier zu sehen ist. Sehen Sie das? Und sie zeigt sogar noch hin, Gefahr. Warum auch immer. Und jetzt taucht sie ein und jetzt schauen Sie mal, jetzt ist sie in diesem Zeichentrickfilm und jetzt wird sie nicht geschlagen mit dem Stock, sondern sie wird gestupst in ihr Hinterteil. Walt Disney hat einen Freimaurerclub gegründet für Kinder. Disneyland Masonic Club, Club of 33. Und hier sind sie. Ich möchte nicht wissen, wofür der Club dient. Man kann es sich denken. Und das hier ist der Eingang in Walt Disney World selbst, wo nur die sogenannten Eingeweihten Eintritt haben. Das ist in Disney World zu sehen. Ein Affe, ein Gorilla, der sich, ja, Goofy. Das sind die Produkte, die Disney verkauft. Das ist eine Szene aus Happy Feet. Schauen Sie sich mal an, welche Stellungen hier gezeigt werden. Welche Altersgruppe guckt sich solche Filme an? Erwachsene? Haben Sie diesen Film schon mal gesehen, Bernard und Bianca? Schon mal gesehen? Da gibt es doch die Szene, wo Bernard und Bianca in einer, ich glaube in einer Sardinenbüchse, auf einem Albatros durch New York fliegen, okay? Und es ist ja ein Zeichentrickfilm. Ein Zeichentrickfilm. Nicht computeranimiert oder sonst irgendwas, ein Zeichentrickfilm. Jetzt gibt es in einer Szene, gerade da, wo sie durch New York fliegen,
auch im Bruchteil einer Sekunde, wie sonst auch, ein Bild zu sehen. Nämlich dieses hier. Das ist ein Zeichentrickfilm. Und hier am Fenster ist eingebaut eine nackte Frau. Ich habe hier einen Balken drüber gelegt. Eine nackte Frau. Foto. Das ist ein Foto, eingearbeitet. In einen Zeichentrickfilm. Das erkennt man, wenn man praktisch den Clip, also den Film Frame für Frame, also Bild für Bild vorspult, dann sieht man diese nackte Frau am Fenster. Mighty Mouse, der Kokain schnieft. Oh. Walt Disney selbst war ja auch Mitbegründer in der Gegend, dort wo er lebte, des sogenannten Ku Klux Klan. Ist ein Begriff, oder? Ku Klux Klan war, oder es gibt es ja heute noch, das vor allem bezüglich Rassenfeindlichkeit, vor allem gegenüber Schwarze, sehr aktiv ist. Und jetzt schaut man auch hier, wie Walt Disney selbst subliminale Botschaften in ihren Kinoplakaten weitergibt. Achtung! Das Kürzel von dem Logo von Ku Klux Klan ist ja das KKK, okay? Schauen wir uns mal hier dieses U-Boot an. Sieht man hier diese drei Buchstaben? Was können Sie da lesen? KKK. Direkt daneben ist was zu sehen? Ein Leuchter. Auf welche Person leuchtet jetzt dieser Leuchter? Zufall? Ist das Zufall? Einer der neueren Filme. Wir könnten Stunden so weitermachen. Und das ist die Generation, darauf werde ich nach der Pause noch kommen. Das ist die Generation, die gezüchtet werden. Disney-Kinder-Stars. Sie werden überrascht sein. Dazu später mehr. Für mich hat ehrlich gesagt nicht dieses Bild, was Disney repräsentiert, sondern dahinter verbirgt sich der geistliche Tod. Der geistige Tod für Kinder, die erwachsen werden wollen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum soll denn bitteschön Walt Disney sowas tun? Ich meine, dass sie pädophile Neigungen haben, ist jetzt klar ersichtlich. Aber schauen Sie mal, denken Sie doch mal mit. Ich hoffe, Sie stehen nicht unter Hypnose. Was passiert wohl bei einem Kind, das unterschwellig sexuelle Botschaften in einem Film ins Unterbewusstsein gejagt bekommt? Kann ein Kleinkind irgendwas mit dem Thema anfangen? Eigentlich gar nichts, oder? Aber jetzt kommt genau der Punkt, worauf Sie hinausgehen. Man verknüpft diese Botschaft mit den Emotionen, die ich in welchem Zustand? Der Hypnose verknüpfe, okay? Jetzt lassen Sie mal das Kind älter werden und mal mit dieser Thematik wirklich in Berührung kommen. Welche emotionalen Berührungen werden da wohl abgerufen? Ist es dann nicht verwunderlich, warum Kinder heutzutage selbst Kinder kriegen? Nun, warum jetzt diese drei Buchstaben, diese sexuellen subliminalen Botschaften überall zu sehen sind, liegt hauptsächlich daran. Bei einem Kokainsüchtigen werden im Gehirn bestimmte Bereiche aktiviert, die sowohl im Unterbewusstsein als auch, aber auch im Stammhirn Botenstoffe freigesetzt werden, die zur Abhängigkeit führen, aber auch Glücksgefühle. Klar. Jetzt kommt man in sexuellen Kontakten, heißt es, durch das, was man sieht, durch das, was man fühlt, werden hier die gleichen Stellen im Gehirn mit aktiviert. Und jetzt schauen Sie mal, wie das Prinzip so wunderbar funktioniert. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Die unterschwellige Botschaft Sex ist nichts anderes als mein Türöffner, um meine Botschaft ins Unterbewusstsein abzulegen, um damit eine Abhängigkeit zu schaffen, um dann still und heimlich wieder die Tür zuzumachen. Das ist alles. Das heißt,
Die Botschaft, die subliminal kommt, ist eigentlich nur ein Türöffner, um mein Produkt abzulegen, um meinen Willen abzulegen, um meine Ideologie abzulegen. Dadurch entsteht eine Abhängigkeit, die gepaart und gemischt durch Emotionen, durch die Begebenheiten, die ich just in dem Moment erlebe, verknüpfe und sie dann abrufe, wenn ich damit in Berührung komme. Und deswegen handeln wir manchmal so, weil wir denken, warum handle ich so? Warum rede ich so? Warum bin ich so, wie ich eigentlich gar nicht sein möchte? Jetzt wissen wir warum. Dank der Medien. Denn was glauben Sie wohl, wie es für einen Kokainsüchtigen ist, von seiner Sucht wegzukommen? Denken Sie mal, wie es ist, wenn ich unterschwellig Botschaften abliefere, die dieselbe Kraft hat, mich emotional so zu binden, dass ich abhängig bin? Sagen uns nicht die Medien immer, wovon wir abhängig sein sollen? Von dem, was wir kaufen? Wer wir sind? Wer wir sein sollen? Oder täusche ich mich? Das Ganze ist unter dem Begriff Entertainment zu lesen. Okay? Entertainment. Jetzt ist ein englisches Wort. Jetzt, wenn wir mal das Wort Entertainment mal in seiner Bestandsform zerteilen, haben wir Folgendes. Enter bedeutet to come in, komme herein. Tain heißt to possess, ich nehme in Besitz. Ment heißt im Englischen to state of. Jetzt, wenn ich diesen Satz neu zusammenlege, heißt es to come in, ich komme hinein, possess, ich nehme in Besitz, and keep in a state of possession. Das heißt, ich komme herein, nehme unsere Gedanken in Besitz und bestimme selbst, wie dein Status deines Denkens sein soll. We love to entertain you. Jetzt bekommt doch der Begriff eine völlig neue Dimension, oder nicht? Auch die Kinofilme oder überhaupt Filme allgemein werden von einer Filmindustrie geführt, die selbst, wenn wir uns jetzt mal, wie in diesem Fall, das Kennungszeichen der Filmindustrie genau anschauen. Columbia zum Beispiel hat dieses Logo. Und wenn man schaut, es steht die Frau auf einer Pyramide. Kann man das sehen? Stufen, die so nach oben zugehen. Und oben steht diese Frau mit einem Leuchter in der Hand. Und das kann ich als Dozent jetzt hier von meinen Schülern jetzt nicht sagen, aber wenn eine Firma ein Logo entwickelt, dann steht immer eine Philosophie dahinter, ja, womit man sich identifiziert. Okay? Jetzt wollen wir doch mal schauen, womit sich Columbia wirklich identifiziert. Hier aus Mystic Mark of the New Age, Seite 240, schauen wir doch mal, was dieses Symbol wirklich bedeutet. Lesen Sie mit mir mit. The flaming torch, also diese Fackel, is the symbol of... Bitte was? Lucifer have reigned his star in his diadem, will assemble his legend for new work and creation. Also dieser Lucifer regiert und hat seine Vielzahl an Arbeit als Schöpfer. Attracted by his flaming torch, celestial spirits will descend. Also der Befehl geht von seiner Flamme aus, die ausgesandt wird, und zwar Geister. Then the torch of Lucifer will signal from heaven to earth and the new age Christ will answer from earth to heaven. Zusammengefasst, das Signal von Lucifer, wenn es wieder als Signal erleuchtet, kommt ein Signal, eine Botschaft vom Himmel auf die Erde und der New Age Christus, wie es hier genannt wird, wird antworten von der Erde zum Himmel. Also dieses Wesen schickt Geister aus, um seine Schöpfung, seine Arbeit auszustreuen. Okay? Es soll aber eine Reflexion geben. Es soll eine Reflexion geben von denen, die es aufnehmen. Und die Reflexion heißt dann, dass das Signal kommen wird, dass das, was kreiert worden ist, vom Himmel her kommt. Okay? Und die Bestätigung wird ein sogenannter New Age Christus sein, die oftmals in personifizierter Form des Schauspielers in den Filmen dargestellt werden.
Welche werden wir nachher noch sehen? Oder hier Ignition Square. Interessant ist, dass gerade diese Filmindustrie mit diesem Symbol meistens auch solche sehr spiritistischen Filme produziert. Übrigens ist dieses Symbol im Ursprung oder aus dem Okkultismus heraus. Das Symbol hier, das Innere, sind die Eingeweihten und das da außen sind die Goyim, also das Vieh, die Menschen. Das ist praktisch das, was intern passiert, ist geheim und dass die Botschaft nach außen geht für die Leute, die drumherum leben. Okay? Die beeinflussbar sind. DC Comics ist ja gerade sehr im Kommen, gerade in Bezug auf diese ganzen Spider-Man und Superman und Man. Und hier gibt es auch hier im Ursprung, bitte immer aus dem Ursprung heraus betrachtet, ist dieses Symbol represent the moon goddess Diana and the son of the, wer wird noch so genannt, the son of the morning? Kommen wir noch drauf. Weiße Magie benutzt den Stern links und der Satanismus nutzt den Stern oder zeigt den Stern auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt, auf welcher Seite hat denn diese Firma ihren Stern? Links oder rechts? Somit? Oder hier, Phoenix aus der Asche, Legendary Pictures. Alle diese Symbole, wenn man sich mal die ganzen Filmindustrie, die ganzen super tollen Filme macht, sich mal allein nur von der Philosophie her verstehen lässt, hinter welcher Philosophie sie stehen, dann schaut man sich einfach nur mal das Logo an und recherchiert mal im Ursprung, woher diese Symbolik eigentlich stammt. Dann entstehen solche Filme wie hier, The Golden Compass. Auf diesem Kompass, von diesem kleinen Mädchen, sieht man an dem Kompass lauter okkulte Symbole ringsherum, die den Weg zu Gott zeigen, der am Ende getötet werden soll. Oder hier, Harry Potter, auch hier, subliminale Botschaften. Fällt jetzt so wahrscheinlich erstmal gar nichts auf, nicht wahr? Nochmal zurück. Können Sie es lesen? Oder hier, jetzt müssten Sie doch eigentlich trainiert sein. Jetzt müssten Sie wirklich trainiert sein. Was können Sie subliminal hieraus lesen? Nochmal? Danke. Porn. P-O-R-N. Denn Achtung, wenn wir so einen Film schauen, wir gucken ja nicht auf das Kleingedruckte, oder? Das, was ja uns immer ins Gesicht fällt, sind ja die großen Buchstaben. Und Porn ist nicht die Abkürzung für Pornografie. Oder hier. Das war so eine Karte, wo man sehen konnte, welche Person sich in welchem Trakt des Schlosses sich aufhält. Dann sieht man diese Fußspuren. Aber was bitteschön hat denn das hier zu suchen? Hier wird im Prinzip nichts anderes als eine Missionarstellung angezeigt. Sieht man das hier links im Eck? Können Sie sehen? Muss ich nicht viel dazu sagen, oder? Oder auch hier. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Ne? Aber auch hier werden subliminal Botschaften gezeigt. Obey, gehorche. Was meinen Sie, wie oft in Filmen solche zufälligen Aufreihungen von Wörtern, wenn man sie von oben nach unten liest, solche Wörter bildet wie gehorche? Tu dies, tu das, geh dorthin, mach jenes. Die Filmindustrie hat sich genau Gedanken darüber gemacht, wie sie auch da subliminal Botschaften vermitteln kann in einem Zustand, wenn wir uns wie befinden? Unter Hypnose. Botschaften unterschwellig ins Unterbewusstsein zu legen, damit wir, wenn wir wach sind, und mal damit in Berührung kommen, so handeln sollen, wie wir eigentlich nicht sollten. Was ganz interessant ist in letzter Zeit, was man in der Entwicklung sehen kann, ist, dass es immer einen Wechsel gibt zwischen
Heldenfilme und Untergangsfilme. Kommt mal eine Reihe von Untergangsfilmen im Kino, muss man nicht lange darauf warten, bis mal wieder ein Heldenfilm kommt. Nach dem Heldenfilm läuft dann mal wieder ein Untergangsfilm. Und das ständig im Wechsel. So als ob die Filmindustrie irgendwie die Menschheit auf etwas vorbereiten will. Und so vermehrt, wie in letzter Zeit dieser Wechsel stattfindet, im Vergleich zu anderen kategorisierten Filmen, ist das die Häufigkeit schlechthin. Als ob sie möchten, dass die Menschheit auf irgendetwas vorbereitet wird. Auf einen Superhelden in einer Krise? Thema Musik. Bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, dass wir hier einen kurzen Schnitt machen von 10 Minuten und dass wir nach 10 Minuten nochmal hier uns zusammenfinden, um den letzten Teil des Vortrags gemeinsam durchzugehen. Verpassen Sie es nicht, auch alle die, die im Livestream zuschauen, verpassen Sie den letzten Teil, den zweiten Teil des Vortrages nicht, denn es wird noch spannender als bisher.